Die Wissenschaft könnte man als einen Ort mit vielen Türen, Toren und Pforten begreifen. Jede Zeit hat ihren eigenen Schlüssel, um einige der Türen neu zu öffnen. Lassen Sie uns gemeinsam die Zeit nutzen und anlässlich der 120. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin einige dieser Türen und Toren neu durchschreiten. Ich lade Sie ein, kommen Sie mit. Die Goldene Pforte ist 2014 das Kongresssymbol für die moderne Medizin und ihre Fortschritte dank translationaler Forschung. Die innere Medizin steht modellhaft für diese Forschungsrichtung, nämlich die Nutzung grundlagenwissenschaftlicher Erkenntnisse für den Fortschritt in Prävention, Diagnostik und Therapie zum Wohle des Patienten. Und so soll auch der 120. Jahrestag ein besonderes Highlight wissenschaftlicher Kommunikation sein. Das Kongressprogramm 2014 wird Ihnen einerseits einen Überblick über das gesamte Spektrum der inneren Medizin liefern und Ihnen andererseits die aktuellsten Entwicklungen aus der Forschung präsentieren, soweit sie Einfluss auf den klinischen Alltag haben. Die derzeit einzige medizinische Hochschule Deutschlands in Hannover arbeitet nach dem Integrationsmodell, der Einheit von Forschung, Lehre und Krankenversorgung. Weitere Türen, Tore und Pforten stellen auf der Jahrestagung die öffentlich geförderten Forschungsverbünde mit translationalem Charakter dar. Sie übernehmen die Patenschaft für wesentliche klinische Symposien und vermitteln ihre Ziele und Ergebnisse für die großen Volkskrankheiten der inneren Medizin. Zu diesen Großforschungsverbünden gehören die Kompetenznetze der Medizin, wie zum Beispiel das Kompetenznetz für Vorhofflimmern oder Diabetes, ebenso wie die integrierten Forschungs- und Behandlungszentren des Bundesministeriums für Bildung und Forschung mit Themen wie Prävention der Herzinsuffizienz oder Transplantationsmedizin, sowie die nationalen Gesundheitsforschungszentren, in deren Mitte jeweils ein Helmholtz-Institut steht, verbunden mit mehreren ausgewählten Partneruniversitäten. Forschung wird zu Medizin. Zu diesem Leitthema hat Ihr Kongressteam 8 Hauptthemen gewählt. Dazu gehören die Infektionskrankheiten, Viszeralmedizin, metabolisches Syndrom, Adipositas-Ernährungsmedizin, die interdisziplinäre Onkologie, internistische Intensiv- und Notfallmedizin, Transplantationsmedizin, Grenzgebiete der Innermedizin sowie die Prävention von Erkrankungen. Immer schon ist es der DGIM ein Anliegen, den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern. Auch 2014 wird das Forum für junge Mediziner, genannt Chances, die Möglichkeit bieten, wissenschaftliche und berufspolitische sowie alltägliche Fragen zu diskutieren. Neben der Nachwuchsförderung möchte sich die DGIM verstärkt auch um Mitglieder in bisher vernachlässigten Bereichen bemühen. So wird es 2014 ein besonderes Symposium zum Thema geben, wie werde und wie bleibe ich Chefarzt. Außerdem bietet die Jahrestagung viel Raum für die Präsentation aktueller Forschungsergebnisse. Und deshalb möchte ich Sie schon heute alle zu den Postersitzungen einladen und vor allem den wissenschaftlichen Nachwuchs ermutigen, zahlreiche Abstracts einzusenden. Bis sich die Pforten für uns und auch für Sie zum 120. Ernistenkongress 2014 öffnen werden, bleibt noch einiges zu tun. Wir werden die Zeit für Sie nutzen. Es wird mich sehr freuen, Sie beim 120. Jahreskongress der Deutschen für Innere Medizin in Wiesbaden im April 2014 begrüßen zu dürfen. Tschüss und herzliche Grüße aus Hannover.